Und er wollte die Reise eigentlich in Dresden. Grüßt euch und willkommen zu einem Minicut-Spezial direkt aus Medjugorje am 24. Juni aus Medjugorje in Bosnien-Herzegowina zu 40 Jahre Marienerscheinungen in Medjugorje. Ich nehme an, die allermeisten von euch wissen, was Medjugorje ist. Für die wenigen, die vielleicht zufällig hier vorbeischauen und das nicht kennen, lassen Sie mich kurz eine Mini-Einführung geben. Seit 1981 sagen sechs Seher, die damals Kinder waren, mittlerweile erwachsen, aus, dass sie täglich die Mutter Gottes sehen. Das waren damals sechs Kinder im Alter zwischen 9 und 16 Jahre alt. Der jüngste hieß Jakob, war 9, die älteste, glaube ich, Witzka, war 16. Die anderen heißen Ivan, Maria, Mirjana und Ivanka. Das war damals offensichtlich noch Jugoslawien. Katholisch sein war sowieso verboten. Die Miliz beherrschte das ganze Land. Man durfte sich nicht draußen öffentlich versammeln. Und eines Tages waren diese Kinder beim Schafehüten, wie das immer so ist, bei Marienerscheinungen an einem Berg, der Podbrodo heißt, und sahen die Mutter Gottes. So zumindest glaubten sie, hatten Angst vor ihr, rannten nach Hause, erzählten es ihren Eltern. Die Eltern sagten, erzählt keine dummen Geschichten. Und eine Großmutter sagte, naja, vielleicht ist das ja doch die Gospa. Gospa bedeutet Mutter Gottes, Gospodin ist der Herr, Gospa ist die Mutter des Herrn. Geht's morgen wieder hin und nehmt Weihwasser mit, und wenn ihr die Erscheinung mit dem Weihwasser besprengt und sie bleibt, dann ist es die Gospa, und wenn sie weggeht, dann ist es der Teufel. Also hat die Witzka das Weihwasser mitgenommen und die Erscheinung blieb. Maria hat dann diese Kinder eingeladen, jeden Abend wieder zu kommen, weil Gott sie schickt, um uns Menschen eine Botschaft zu geben. Und eine der ersten Sachen, die Mutter Gottes gesagt hat, war überhaupt das erste Wort: Friede, Friede, Friede zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Wie alle anderen Botschaften der Mutter Gottes an diesem Ort, kommt es direkt aus der Heiligen Schrift. Erinnert euch, was die Engel sagen, als Jesus geboren wird: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Dort, wo die Menschen zu Gott zurückkehren, dort, wo die Menschen Gott anerkennen, ihn loben und preisen und anbeten, dort kann der Friede Gottes wieder auf die Erde kommen, weil es die Ausgießung des Heiligen Geistes bewirkt. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als die Liebe Gottes und der Friede Gottes. Und der Riss, den die Sünde des Menschen zwischen der Menschheit und Gott hervorgebracht hat und der Menschen untereinander, wird geheilt. Die Botschaft der Mutter Gottes hier ist also: Friede wird kommen, wenn die Menschheit umkehrt zu Gott. Und so sagt sie: Gott hat mir erlaubt zu kommen, euch zu meinem Sohn zurückzuführen. Im Herzen von Medjugorje steht ihr Sohn Jesus Christus. Und das können alle Pilger bezeugen, die in den letzten 40 Jahren hier waren. Im Zentrum des Ortes steht Jesus. Man kommt zu Maria und sie führt einen direkt zum Herz des Universums. Und das ist Jesus Christus. Was ist ihre Botschaft? Kinder, kehrt um. Ich gebe euch eure fünf Steine gegen euren Goliath. Wir alle sind wie ein kleiner David. Und diese fünf Steine sind: Kehrt um. Und wie kehrt man um, wenn man schon getauft ist und trotzdem wieder gesündigt hat? Die Beichte. Die Beichte ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat nach Taufe und Eucharistie, weil sie die Reinigung der Seele bewirkt, die totale Neuschöpfung der Seele, so dass wir wieder zum Tempel Gottes werden und das, was bei der Taufe eigentlich bewirkt wird, dass Gott in uns wohnt, uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist und dieser Geist durch uns in die Welt hinausfließt. Ihr dürft nie vergessen, durch die Taufe sind wir zu Gliedern am Leib Christi geworden. Und was bedeutet das, wenn ich ein Glied am Leib Christi bin? Dann soll eigentlich durch mich das geschehen, was vor 2000 Jahren geschah, als Jesus über diese Erde ging und die Menschen nur den Saum seines Gewandes berührten und geheilt wurden. Diese gleiche Kraft des Heiligen Geistes soll jetzt durch die Glieder der Kirche, durch die Glieder des Leibes Christi in die Welt hinein fließen. Die kann aber nur fließen, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir mit Gott im Frieden sind und wenn wir Gott erlauben, unsere Seele zu reinigen, zu waschen und ganz neu zu schaffen, sodass sie wieder sein Tempel sein kann. Also erster Punkt, die Beichte. Zweitens, wenn wir gewaschen sind, dann, was sagt Jesus, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also der einfachste Weg, in Christus zu bleiben, heißt, so häufig man kann die heilige Kommunion zu empfangen. Im Herzen von Medjugorje steht nach der Beichte die Eucharistie. Jeden Abend trifft sich die ganze Pfarrei und bereitet sich eine Stunde lang auf die Heilige Messe vor. Die Mutter Gottes sagt, wenn ihr wüsstet, wie viele Gnaden ihr in einer Heiligen Messe bekommt, ihr würdet euch mindestens eine Stunde auf die Heilige Messe vorbereiten. Warum? Weil in der Heiligen Messe das ganze Lebensgeheimnis Jesu Christi von Geburt bis zum Tod gegenwärtig ist und vor allen Dingen sein Leiden, Sterben und Auferstehen. In jeder Messe wird unser ganzes Leben mit Christus vereint.
mit ihm in sein Kreuzesopfer hineingenommen, sodass unser Leben zum Opfer wird, das er dem Vater darbringt. Und alles, was wir leiden, alle Freuden, die wir haben, werden eins mit ihm und tragen bei zur Erlösung der Welt. Und dann empfangen wir Jesus im Fleisch in uns und das bewirkt, dass wir eins werden mit dem Himmel und der Himmel auf Erden kommt und durch uns wieder sich ausbreiten kann, das Reich Gottes sich ausbreiten kann auf Erden. Wisst ihr, das Reich Gottes, das kommt nicht irgendwie so vom Himmel, das Reich Gottes kommt nur durch uns. Ja? Das Ja-Wort des Menschen bewirkt, dass das Reich Gottes kommen kann, auf keine andere Weise. Dann, wenn wir Jesus empfangen haben, lädt uns die Mutter Gottes ein, dankt dem Herrn, bleibt nach der Kommunion in der Kirche und seid eins mit Jesus, nutzt diese Innigkeit mindestens 10 Minuten, 20 Minuten, sagt der heilige Pater Pio, nach dem Kommunionempfang, diese Innigkeit mit dem lebendigen Gott, den wir in uns tragen, ausnutzen, inniger mit ihm werden und immer mehr zu einem ständigen Gebet werden. Ja? Was sagt die Heilige Schrift, heilige Paulus? Betet ohne Unterlass. Das ist eigentlich das, was die Mutter Gottes uns hier beibringt, wie unser ganzes Leben zu einem einzigen Gebet wird. Wer immer betet, ist immer in der Freude und immer im Frieden. Und wer betet, sagt sie in einer anderen Botschaft, hat keine Angst vor der Zukunft. Und wo bräuchten wir das nicht? Wann bräuchten wir nicht mehr eine Medizin gegen die Angst als in dieser jetzigen Zeit, wo wir so bedroht werden durch Pandemien, durch Kriege, durch Kulturzerfall? Ja, wenn man in die Nachrichten schaut, ist eigentlich kein Wunder, wenn man Angst kriegt vor dem, was da kommen mag. Maria sagt immer, wer betet, hat keine Angst vor der Zukunft. Und dass das stimmt, sehen wir an den Seherkindern. Diese 6 Kinder haben von der Mutter Gottes 10 Geheimnisse über die Zukunft der Welt bekommen und einige davon sind so schrecklich, dass die Kinder sagen, wir können nicht drüber nachdenken, ohne innerlich traurig zu sein, zu weinen. Es ist schwer zu ertragen, zu wissen, was da kommen wird, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt. Ja? Wir können das alles abwenden, indem wir uns bekehren. Trotzdem haben alle diese Seherkinder viele Kinder bekommen, weil sie wissen, dass Gott uns eine Zukunft schaffen will. Ja? Und auch das kommt wieder direkt aus der Heiligen Schrift. Jeremia Kapitel 29, Vers 14. Ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Ich habe Pläne des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch eine Zukunft schaffen. Und dass diese Zukunft rosig wird, dafür schickt uns Gott, die Mutter Gottes. Also, dritter Stein, beten, beten, beten und zwar lernen mit dem Herzen zu beten. Ja? Nicht, wie Jesus im Evangelium sagt, wie die Heiden, die so vor sich hin plappern. Mit Lernen mit dem Herzen zu beten, das ist die Schule von Medjugorje. Das ist, wie der heilige John Henry Newman sagt, Gebet von einem Herz zu Herz mit Jesus wird. Oder wie die große Teresa von Avila sagt, was ist Beten? Sprechen mit Jesus wie mit einem Freund. Vierter Punkt, Fasten. Fasten ist von Anfang der Kirche an, und zwar schon zur Zeit Jesu, ein tiefer Bestandteil des Judentums und des Christentums. Maria sagt, durch Fasten könnt ihr Kriege und sogar Naturkatastrophen abwenden. Warum? Weil das Fasten wiederum bewirkt, dass wir von den materiellen Dingen uns frei halten. Es ist ein Bußakt, der uns befreit für Gott, uns inniger mit Gott verbindet und vor allen Dingen eben ein Wort, was wir selten hören, es ist wirklich ein Akt der Buße. Und Buße bewirkt Heilung für die Schöpfung, Heilung des Menschen, Heilung der Seele. Und schließlich, und deswegen stehe ich jetzt hier, sagt sie, wir sollen so oft wir können in der Heiligen Schrift lesen. Und das ist eine der Botschaften, die mein Leben wirklich komplett verändert hat, weil sie dazu geführt hat, dass ich irgendwann Heilige Schrift studiert habe und jetzt Heilige Schrift in einem Priesterseminar unterrichte. Aber ich muss euch sagen, das ist eine Botschaft, die wir nicht ernst genug nehmen können, denn die Heilige Schrift ist das Wort Gottes. Und wie der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Wie können wir den Weg durch die Dunkelheit dieser Welt finden, wenn wir uns nicht von Gott führen lassen? Die Schrift sagt an einer anderen Stelle, ich rede nicht im leeren Raum. Gott hat uns ein ganzes Buch mit seinem Wort gegeben. Ich gebe zu, das Alte Testament kann man ohne Führung nicht direkt verstehen, aber im Neuen Testament ist jedes Wort glasklar und für jedes Kind verständlich und der direkte Weg zum Himmel und der direkte Weg zu Friede, Freude, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, die Früchte des Heiligen Geistes, die in uns bewirken, ein glückliches Leben zu führen. So, damit habe ich euch die 5 Steine von der Mutter Gottes zusammengefasst. Jetzt vielleicht noch ein letztes. Und eigentlich eine der Dinge, die mir am meisten am Herzen liegen.
Was bedeutet das? Heute ist der 24. Juni 2021. Das Ganze ging los 1981. Das Fest, 24. Juni, ist das Hochfest von Johannes dem Täufer. Das ist meine persönliche Meinung. Mag sein, dass ich mich täusche, werden wir im Himmel rausfinden. Aber ich selber bin davon überzeugt, dass es nie seit Jesus selber, seit Gott auf dieser Erde gelebt hat, dass es nie eine Zeit gab, in der der Himmel der Menschheit so nahe war und wo der Himmel so direkt in die Geschicke der Kirche und der Menschheit eingegriffen hat. Ja? Gott hat uns gewaltige Heilige geschenkt, durch die er wirklich die Kirchengeschichte geändert hat. Franziskus, Dominikus, Ignatius, Pater Pio im letzten Jahrhundert, Pfarrer von Ars. Diese Menschen haben durch ihr heiliges Leben wirklich die Kirchengeschichte verändert und ganze Nationen gerettet. Aber was es nie gegeben hat, ist, dass Gott die unbefleckte Empfängnis selber, Maria, geschickt hat, um uns zurückzuführen. Und dass sie 40 Jahre lang jeden Abend bei uns ist und mit uns betet und uns erzieht. Und wozu erzieht sie uns? Eigentlich zu nichts anderem, als das zu leben, wozu wir durch die Taufe berufen und befähigt sind. Maria macht nichts anderes, als uns wieder ganz und gar zur Kirche zu machen. Ja, die Theologen sagen, Maria ist die Kirche im Ursprung oder sie ist die Kirche in Person und als Person. Wenn ihr Lumen Gentium lesen würdet, was ich euch sehr empfehle, das ist die Kirchenkonstitution vom Zweiten Vatikanum, da heißt es dort am Ende, in Maria sieht die Kirche wie in einem Spiegel, wozu sie selber berufen ist. Was hat Maria getan? Sie hat Jesus in die Welt hineingebracht. Sie hat Jesus in die Welt hineingeboren. Und sie hat denen, die zu ihr kamen, den Weg zu Jesus gewiesen. Und genau das soll jeder von uns tun. Jeder von uns ist berufen, eine Bundeslade zu sein, die den Herrn in die Welt trägt. Ein Tempel, der ihn in sich hat. Ob wir jetzt in den Supermarkt gehen oder ins Restaurant oder am Job. Egal wo wir sind der Tempel des Herrn und bringen Jesus zu den Menschen. Und die Kirche hat den Auftrag, die Sendung Johannes des Täufers fortzusetzen. Ja? Johannes der Täufer war derjenige, der die Menschen vom alten Bund her auf Jesus hingeführt hat und hat sie zur Umkehr gerufen. Was hat Jesus gemacht? Das erste Wort Jesu, ja, das erste Wort eines Menschen, besonders bei Jesus in der Heiligen Schrift, ist offensichtlich immer Programm und das Wichtigste. Markus 1,15, das erste Wort Jesu, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was sagt Maria hier? Kehrt um und glaubt. Kinder, glauben, glauben, glauben. Es ist eine der wichtigsten Botschaften der Mutter Gottes hier, uns den Glauben neu zu schenken und uns zu lehren, wie man ein Leben ganz aus dem Glauben heraus führt. Wenn wir sehen, was in der Kirche in den letzten 50, 60 Jahren geschehen ist und man muss sagen, jetzt mit dem Missbrauchsskandal sind die Eiterwunden der Kirche wirklich nur aufgebrochen. Der ganze Müll war vorher schon da. Wir sehen, dass die Kirche in einer ganz tiefen Krise ist. Und wäre es nicht für diese Marienerscheinungen hier in Medjugorje, ich kann mir nicht vorstellen, wie die europäische Kirche dann ausschauen würde und nicht nur europäische, weltweit. Denn die Leute kommen hier hin aus von allen 5 Kontinenten. Gerade jetzt sind 67 Busse aus der Ukraine da, es sind Leute aus Südamerika da, es sind Leute aus Nordamerika da. Alle 5 Kontinente haben auf die erstaunlichste Weise von diesem Ort gehört, sind hierher gekommen. Und was passiert mit ihnen, wenn sie zurückkommen? Sie leben einfach voll und ganz ihr Christsein. Und jetzt noch ein allerletztes. Schaut in die Heilige Schrift. Was ist der Auftrag Mariens? Offenbarung Kapitel 12. Die Frau am Himmel. Sie ist diejenige, die in dem kosmischen Kampf gegen den Drachen steht. Wer ist der Drache? Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 sagt es uns ganz deutlich. Die alte Schlange, Anspielung auf Genesis 2, die Schlange, die den Menschen zur Sünde verführt hat und damit von Gott getrennt hat und damit Tod und Krankheit und Krieg und Leid in die Welt gebracht hat, diese Schlange muss überwunden werden. Jesus Christus hat sie am Kreuz besiegt, aber Jesus macht nichts ohne seine Braut, die Kirche. Er hat den Sieg errungen, aber an uns ist es, diesen Sieg jetzt anzuwenden. Ja? Er ist schon da, wir müssen ihn nur in die Welt tragen, indem wir uns ganz von Jesus verwandeln lassen und sein Wort leben. Dann sind wir ganz Kirche und dann sind wir eins mit Maria und leben das, was da in der Offenbarung beschrieben wird, dass nämlich da heißt es, dass dieser Kampf, dass dieser Drache im Kampf gegen die Frau steht. Wir wissen von der Frau schon aus Genesis Kapitel 3, 15, da heißt es, du und dein Nachkomme, ihr werdet der Schlange den Kopf zertreten.
Und nach einer alten Auslegung der Kirchenväter zertritt Maria der Schlange den Kopf mit ihrer Ferse. Und wer ist diese Ferse? Heilige Maria von Grignan de Montfort sagt uns, die Ferse sind die kleinen Kinder Mariens. Hier beginnt Maria die Endschlacht gegen die Schlange, die die ganze Menschheit verführt hat. Und davon redet sie oft in ihren Botschaften. Sie sagt sehr oft, meine Kinder, der Satan ist stark. Er will euch alle ins Verderben führen. Er will euch von Gott trennen. Aber ich bin hier, um euch vor dem Satan zu beschützen. Und wenn ihr meinem Ruf folgt, dann werdet ihr ihn mit mir besiegen. Und deswegen sind wir alle eingeladen, unsere Zuflucht in ihr unbeflecktes Herz zu nehmen, wo der Satan nie Zutritt hatte. In ihr sind wir selber sicher und alle Menschen, die wir ihr bringen, für die wir ihr beten. Und Leute, was für eine unglaubliche Gnade, dass Gott uns einlädt, teilzunehmen an der Rettung der Menschheit. Eine wichtige Botschaft, die Maria hier gibt, und damit schließe ich, sie sagt, ich glaube, das war im Januar 86, kann aber auch 87 sein, da sagt sie, niemand kann sich vorstellen, wie groß die Rolle ist, die er in Gottes Plan zur Rettung der Menschheit spielt. Ja? Jeder von uns ist von Gott persönlich auserwählt, mitzuarbeiten an der Rettung der Menschheit, und wie groß deine Rolle in diesem Plan Gottes ist, kannst du dir nicht vorstellen. Aber wenn du anfängst zu beten, wird Gott es dir zeigen. Und damit wünsche ich uns allen Happy Birthday zu 40 Jahren Medjugorje.